Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 2. Im letzten Map-Part habe ich euch hier die Map Madwing gezeigt und dieses Mal kommt eine alte Map aus Star Wars Battlefront 1 wieder dran. Naboo-Ebenen. Wer kennt sie? Keiner? Schade. Es ist die Map, wo die Gungans gegen die Druiden gekämpft haben. Das war im ersten Star Wars Battlefront 1 ziemlich cool. Da hat man nämlich nur gegen die Gungans gekämpft und nicht gegen irgendwelche Klonkrieger. Das war nämlich eine ziemlich geile Sache. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. So, starten wir direkt und wir machen tatsächlich Jagd auf die Gungans. Und die haben tatsächlich die alten Druiden, seht ihr das? Das sind die ganz normalen Druiden, haben die genommen. Ziemlich coole Sache. Lasst mich in da rein. Im ersten Star Wars Battlefront war das richtig geil. Die sind direkt draufgegangen. Aber allein, man hatte keine Raketen. Die haben einfach durch die Strahlen sind kaputt gegangen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. So. Wir haben keine Chance, in 5 Minuten machen wir die platt. Das Einzige, was sie gegen uns ausrichten können, sind halt diese, dass sie uns hacken können. So. Wo haben wir denn hier noch welche? So. Das sind keine Gegner. Die haben keine Chance, weil wir vor allem mit Granaten und so, die haben nichts gegen uns. Die können nur hacken und Granaten werfen. Wie es halt für die Gungans können. Deswegen ist der Kampf auch ein bisschen unfair, aber mein Gott. Wie ich mit den Granaten, mit den Raketen gar nichts erreiche. Bams. Wir haben schon 29, ey. Wir sind ja ganz fatz durch. Aber es ist halt cool, es sind halt... Okay, diese Statuen und so, alles war noch nicht. Aber die müssten ja, die können ja kein offenes Feld machen. Obwohl das eine ziemlich geile Map gewesen wäre. Aber zum Beispiel, vielleicht wäre das Play ich einfach mal Star Wars Battlefront 1. Ich habe das als Spiel hier liegen. Und ich meine, da ja eh heiß auf meine ganzen Ego-Shooter, alten Ego-Shooter steht, wäre es mal vielleicht gar nicht so schlecht, weil viele das Spiel gar nicht kennen. Viele kennen eigentlich nur Star Wars Battlefront 2. Und selbst das war nicht so bekannt. Ja, das war schon, ey. So, Leute, schon sind wir wieder hier. Jetzt haben wir einen Naboo-Prototype. Erobern Sie die Außenposten in diesem abgelegenen Tal zurück. Gut, Naboo-Prototype habe ich gar nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich glaube, es war einfach nur ein Abklatsch von Naboo-Ebenen. Vielleicht sehen wir es gleich, ich weiß es nicht mehr. Machen wir einfach mal Capture the Flag. Mit den Knights of the Old Republic, die zwar nichts mit Naboo zu tun haben, glaube ich, aber naja, machen wir es trotzdem, ne? Los geht's, Leute. Leider musste ich hier Galaktische Republik nehmen. Weil es nicht geklappt hat. So, Scout Trooper. Und da sehen wir es. Also doch nicht so ein Abklatsch von, oh. Geile Scheiße. Also eine viel bessere Map, meiner Meinung nach. Bitte? Bitte? Da ist noch ein Flieger. Fängt ja schon mal gut an, ne? Also geil, dass man hier fliegen kann und auch die Flieger sind verändert worden. Das finde ich super gut. Ich darf keinen erwischen, ne? Upsi. So. Nicht erwischen, ne? Lass meinen Kollegen in Ruhe! Wow, ich muss jetzt wieder hochfliegen. Wir haben die Flagge verloren. Sehr gut. So, sauber. Also eine geile Map. Ich fliege einfach mal ein bisschen hier rum. Da. Was ist das denn? Star Viper. Oh Gott! Die kenne ich! Aus Empire at War! Ja, ist ja mal geile Scheiße! Dass sie die hier reingetan haben, das ist geil gemacht. Muss ich wirklich mal sagen. Die Star Viper.
Die ist, glaube ich, von dem, von der Erweiterung Forces of Corruption. Das ist einer von denen. Boah, ist das geil, ey, Leute, seht euch das mal an. Das ist ein Kunstwerk, ist das. Hammergeil. Fliegen wir mal ein bisschen hier rum. Schöner Wasserfall aus Yavin 4 mitgenommen. Schön gemacht eigentlich. Das ist eine geile Map. Ich hab das irgendwie jetzt abklatscht in Erinnerung. Geile Scheiße, muss man wirklich mal sagen. Hat die sich echt Mühe gegeben. Hier gibt es den Kommandoposten. Glaube ich, ne? Das haben sie aus Nabu-Ebenen genommen, das war ja klar. Aber hammergeil, die Star Wiper. Vielleicht werde ich einfach mal. Ich bin ja ein riesen Star Wars Fan. Vielleicht werde ich ja einfach mal Star Wars Empire at War. Das Strategiespiel dazu spielen. Wow. Nicht gut. Oh, hier gibt es einen Weg. Für den. Oh, geil, einfach mal. Da hat man sich echt Mühe mitgegeben. Cool. Und da kommt keine Begrenzung, versteht ihr? Na doch. Schütte. Geil, einfach mal. Also das ist mal echt viel Mühe reingesteckt worden. Was gibt's hier? Die Rebellen haben die Flagge verloren. So ein Pech. So ein Pech. Haben wir was gebacken bekommen? Ich glaube nicht. Doch! Wahaha! Wahaha! Naja, ziemlich geile Map, muss ich wirklich sagen. Und das Star Wipe, nicht Star Wipe, ist das Beste, ehrlich. Wir haben den imperialen Ingenieur und dann auf geht's. Helfen wir unseren Kumpels. Auch schön gemacht, oder? Und damit sieht man leider nicht. Boba Fett ist hier. Ui. Scheiße, da wollte ich gerade ausweichen. Geil. Der Himmel ist hier für mich. Ei, hallo, ey. Nimm mal Boba Fett. Natürlich ist jetzt hier kein. Ah, doch. So, rein in die Gutstube. Wer auch immer die Flagge verloren hat, wird für seine Inkompetenz bezahlen. Die Rebellen haben die Flagge verloren. So ein Pech. Die Rebellen haben die Flagge. Noch. Die Rebellen haben die Flagge. Und dann auf geht's in den Kampf. Ah, ich kann nicht fliegen, das ist. Ah, hab ich grad vergessen. Ah, verdammt. Ah, Mann, das war dumm von mir. Aber die sind so doof. Ey, seht euch das mal an. Das schnapp ich mir mal. Das schnapp ich mir mal. Da bin ich nicht doof. So. Ein Pech. Oh, Mann. Oh, Mann, der hat sich nicht. Ah, oh, der ist nicht zurückgegangen. Habt ihr das gesehen? Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt aber schnell. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Denkt gar nicht erst dran. Die Rebellen haben törichterweise die Flagge fallen gelassen. Ach, verdammt. Wie wir schon erledigt haben. So. Wer auch immer die Flagge verloren hat, wird für seine Inkompetenz bezahlen. Wer auch immer die Flagge verloren hat, wird für seine Inkompetenz bezahlen. Die Rebellen kontrollieren die Flagge. Mein Gott, ey, ich stelle mich ja auch echt an, ne? Leider hat er mich voll erwischt. Verdammt ärgerlich. Oh Mann, Recon Unit.
geiler Junge. Hab ich die jemals gezeigt? Ich glaub nicht, oder? So ein Pech. Wer auch immer die Flagge verloren hat, wird für seine Inkompetenz bezahlen. Wir haben die Flagge verloren. Geil, das muss ich wirklich sagen. Ja, könnte man Quatsch. Mein Deutsch! Ich könnte man quasi ein, Die Rebellen haben so ein, heißt das, so ein Spiel gelassen. Machen, wo man hier frei rumläuft, so wie Halo-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ego-Shooter halt. So sieht das nämlich aus, so, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Boah, der hat seine Pistole, ist ein Cyber-Riffle. Dich sehe ich. Ich weiß, dass du da bist. Wie die laufen, so lustig. Wir haben die Flagge verloren. What the fuck? Viel Spaß damit. Verdammt. Ja, das war klar, das haben wir erwischt. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's auch für diesen Part. Fliegen wir noch ein bisschen hier rum. Das macht Spaß. Das ist mal Held bei Laune. Oh Mann, oh Mann. Ey, eine geile Map, muss ich wirklich sagen. Ladet euch das Conversion Pack runter, ich sag's euch. Den Link gibt's natürlich zu der Seite aus, im ersten Part. Southbill von Firefront.com. Das ist die Seite, wo ihr alle Maps bekommt, alle Mods, die ihr wollt. Es ist alles da. Einfach mal danach suchen. Ich habe schon letztens einen gehabt, der ja, danach gefragt hat, wie die Mod heißt, obwohl ich es oft genug gesagt habe. Und Leute, ich bin nicht dafür verantwortlich, euch hier die ganzen Maps und Mods hier alles zu sagen. Sucht einfach mal danach. Ihr sollt eure eigenen Sachen erstellen und nicht genau nach meinen erstellen. Wo meine die bekannteste Map ist. Also von daher, fällt euch nicht so an. Guckt ein bisschen danach. Nicht böse gemeint, ich meine ja nur. Ne? So, dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Part und ciao.